Dann machen wir wohl noch ein Kapitel, ne? Kapitel 3. Heimgesucht. Naja, wir haben jetzt Weißt du, fürs hier steht drin, wirklich wieder eine Stunde zum gebraucht. Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Todernst? Bitte, probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Okay. Wir nehmen das mal ernst. Komm, wir machen mal. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Aber nur, wenn ihr Bock habt. Wartet mal bitte. Hast du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt er etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe. AP. Wie soll ich helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wir sind vorsichtig. Es bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert es? Warnung. Er bewegt sich schnell. Warnung. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Wovor willst du uns warnen? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Ich weiß nicht mehr, wer war. Sprich da mit uns. Hannah? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Es ist das für sie. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine... Dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Man, er bewegt sich auch. Mal überlegen. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B... E. T. L. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es Leute, tut mir so Leute, leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Okay. Okay. Wie bist du gestorben? Hannah, was ist mit dir passiert? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. Oh. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Vorsicht! Das war jetzt das letzte Wort. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer, aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht Ashleys Schuld! Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Wirklich crazy. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugend. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Will ich das? Glaube nicht. Aber Jess? Wir werden müssen. Jess! Oh, verdammter Scheiß! Jess! Süße, bist du da drin? Oh, meine Fresse, Alter. Oh, shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Jessica! Ach, komm schon. Warum ist da eine Freddy Krüger-Maske in dem Scheißding, Alter? Jess? Ein Totem! Schatz? Licht meines Lebens? Ernsthaft? Das ist nicht witzig. Ist es auch nicht. Aber alle machen sich da einen Scherz draus. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt, wenn ich dich... Ich bin ein Tunichtgut. Oh. Oh mein Gott. Nein. Der hat sich eingekackt. Ich will mir das nicht. Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst dich einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Gut, dass hier oben kein Netz ist, oder? Wo ist die Löschentaste? Ist das die hier? Nein! Nicht witzig. Nicht witzig. Aber du bist so süß, wenn du Angst hast. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich glaube ich ihm aber auch nicht. Du willst also mehr. Na, dann solltest du dich lieber anschneiden, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allgemeinen Festrechnungskünste. Wie lange ist es überhaupt bis dieser Hütte? Wow, wow, wow. Was für ein schöner kleiner Liebesbeweis. Ein M und ein E. Hast du eine Ahnung, was das heißen könnte? Oh, heißt vielleicht Elizabeth und Myron. Oder vielleicht Michael und Emily? Entspann dich. Mir war bloß nicht klar, dass du auf Kitsch stehst. Macho Mikey. Hey. Vielleicht sehe ich aus wie ein taffer und raubbeiniger Macho-Typ tief drin. Stehe ich zu meinen Gefühlen. Ich scheue mich nicht, ein bisschen Zuneigung offen zu zeigen. Ach ja? Und später bekomme ich auch ein bisschen Zuneigung? Oh, jede Menge Zuneigung. Oh, darauf werde ich... Alle, die sind schon ein bisschen eklig, die zwei. Zinker. Los komm, Casanova.
Hätte man da jetzt eigentlich auch einfach vorbeigehen können, oder? Aha! Ein Totem. Ich weiß nicht, irgendwie sagen einem die Totem so gut wie gar nichts. Baseball von Josh. Alter, wie weit diese Hütte weg ist, ist echt Wahnsinn, ne? Wow! Das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Mhm. Ja, ein kleines Winter Wonderland. Was ist denn das? Hat da jemand geschrien? Nein. Nein, bestimmt nur ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen, so. Natürlich. Abartig. Was war das denn für ein creepy Monster Eichhörnchen? Oh Gott, Alter. Das Vieh hat uns fast umgebracht. Die hätten da oben in der Lodge bleiben sollen. Da unten? Je nachdem. Na, guck mal, da ist die Hütte. Hat was. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Oh, das ist aber, glaube ich, die nicht die Hütte, oder? Schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mann, hör auf! Okay, dein Pech. Aber wenn sie das macht, ist okay, oder wie? Die Maske ist cool. Da noch mehr drin? Hm, leider nicht. Und ich glaube nicht, dass es die richtige Hütte ist. Oh mein Gott, Alter. Dieses scheiß Viech, ey. Ich will's gar nicht wissen. Nee, ich auch nicht, um ehrlich zu sein.
Ich habe so das Gefühl, dass wir es rausfinden werden müssen. Das Arme. Verdammt. Echt furchtbar. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hey, Mann. Oh mein Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel, es ist bald vorbei. Lauf! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke ist hier lang, Mike! Komm hier rüber! Hoffen wir einfach, dass es ein Bär war. Wir müssen ja wieder in die Tasten kommen, wenn wir jetzt noch reinkommen. Komm schon, wir müssen weiter! Ja, ja! Mike, hol den Schlüssel! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Ach. Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Nee, definitiv nicht 110. Vielleicht 5. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Und Fenster einbrechen, oder nicht? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Also mit dem Bär könnte er recht haben. Ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Boah. Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Ach, wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja. Du musst es doch Minusgrade in der Hütte haben, Alter. Da hätte ich aber auch keinen Bock an seiner Stelle. Erstmal umgucken. So, wie immer. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es gekillt. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Entschuldigung. Du bist falsch verkabelt. Oh, scheiße. Kacke. Mike? Was? Oh, scheiße. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg. Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay. Wer verliert denn drei Handys? Oder hat sie alle geschrotet, was es nicht besser macht? Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Darf ich jetzt weiter alles angucken? Danke. So, ja. Looky, looky.
Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Glaub schon, dass er das musste. Nee, was ist das? Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Man spielt nicht mit Waffen. Ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Nichts? Tue ich gar nicht. Ich hab nur die andere Hand gehabt, muss ich dazu sagen. Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Eine Begegnung mit den netten Problembären. Oh, das macht es jetzt nicht wirklich besser. Das ist richtig. Und irgendwie konnte man doch auch daraus sehen, dass es kein Bär war. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto. Jetzt chill doch mal, meine Güte. Die ist aber Mark auch 1, Feuer 0. Wirklich schön. Unleidlich, ey. Don't touch it. Warum sieht das so ekelhaft verschwitzt aus? Kann ich die Waffe mitnehmen? Ja, genau, lauf einfach ans Sofa ran. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Es kam durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh.
Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob dieses. Ja. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Erstmal gucken wir hier noch ein bisschen. Wir wollen ja keinen Hinweis hier übersehen. Okay, das ist schon mal nix. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Warum ist eigentlich keiner auf die Idee gekommen, fucking Licht anzumachen, dass es hier Strom gibt? Wäre dann zu einfach gewesen, oder was? Na, da. Verdammt. Immer noch gefühlt alles abgeschlossen. Wow. Licht von unten. Hast du was gesehen? Ja. Aber der Strom ist gar nicht an. Schräg. Tja, vielleicht ist der Strom an, aber nur nicht dort, wo ihr seid. Scheiße, Vorsicht! Ach, Chris. Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaub schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Geh drauf, Ernie. Oder warte. Wir gucken. Können wir es noch umgucken? Ja, wir können es noch umgucken. Erst umgucken. Ich bin manchmal zu ungeduldig für solche Spiele. Okay, hier ist aber nichts. Dann drücken wir doch auf den Knopf. Also, drück drauf, Ernie. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washingtons, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee. Du gehst. Tja, vielen Dank. Jetzt darf ich Chris spielen. Ja, danke für gar nichts, Alter. Warum spinnen? Ich hätte doch Käfer ankreuzen sollen. Wow. Was? Wow, was ist hast du entdeckt? Heilige Scheiße. Wir sind ehrlich. Ja, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Ich habe keiner gesagt, dass es Spaß ist. Die Tür zum nächsten Kapitel oder nächsten Level oder keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Ist da wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Hier gucken. Der stammt anscheinend von Joshs Mom. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Ja, das ist wohl wahr. Warum kommen wir eigentlich nie raus?
Warum habt ihr nicht auch so eine Infinity-Taschenlampe? Ich meine, diese Kerze macht jetzt wirklich hier ein gutes Licht. Okay, da nicht lang. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, aber das ist doch alles inszeniert. Ja, im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen? Das Licht? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh, wir kommen! Halt durch! Ashley! Natürlich ist die Tür jetzt wieder zu. Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Rawr! Was ist er, ein Löwe? Warum ist er jetzt kein Zombie, sondern ein Clown? Ich habe Zombie angekreuzt. Der jetzt mit Absichten, also Innereien auf seinem Tisch. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Ich mag Matt nicht, tut mir leid. Dann mag ich sie lieber. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Voller Überraschungen. Ich glaube, ich kann dich jetzt langsam viel besser verstehen. Oh, unsere Zeit ist schon wieder um. Unsere Zeit ist wieder um. Sei nicht zu streng mit Joshua. Er hat viel, sehr viel durchgemacht. Aber das weißt du ja schon, oder? Was ist das für eine Puppe, Alter? Okay, aber tatsächlich lassen wir das einen etwas kürzeren Part gewesen sein.
Und machen hier erstmal Schluss.